Also der kleinste Biokocher der Welt ist eine Weinbergschnecke und ein bisschen Harz. Brennt gleich richtig gut, aber es ist nicht wirklich der kleinste Kocher der Welt. Das ist diese Schnecke hier. Natürlich keine Schnecke mehr drin. Ein bisschen Harz. Und das brennt es ewig lang. Wenn man da ein paar Steine rumstellt, kann man sich dann einen Tee kochen. Oder als Licht im Team. Man braucht keine Drogen, man braucht nur pusten. Und die rechte Hand nicht auslassen, das stimmt schon. Ja, geh ruhig auf den Popo, wenn du willst. Das Loch. Eine schöne Höhle und da unten sind zwei so große fette Spinnen, die beschützen das hier. Da haben wir es gerade rumgeschaut, aber da möchte ich nicht gebissen werden. Das sind so große Viecher.
Der Tod lauert überall. Es wird eine Gänse gewesen sein, die von da oben runtergerutscht und dann genau hier rein. Aber wir finden den Schädel nicht. Jimmy bei Feuerstelle bauen. Ja, wir wollten zur Sonnenspitze hoch. Jetzt haben wir uns umentschieden. Wir werden heute an der Holzstube schlafen. Hier können wir nämlich Feuer machen ohne Probleme. Und wir rechnen, dass ein bisschen schlechtes Wetter kommt. Und deswegen wäre es an der Sonnenspitze jetzt nicht so gut. Da pfeift der Wind recht drüber. Und ja, haben wir uns einfach hier schön gemütlich gemacht an der Holzstube. Ja, es ist so 3:45 und es regnet. Mal sehen, wie es heute dann wird, wenn wir los wollen. Aber es wird erstmal geschlafen. Ja. Morgen Jimmy, aufwachen. Du bist ein Schnarchzipfel, du hast geschnarcht. Also hast du auch gut geschlafen, oder? Ja. Oh. Passt schon. Ich bin immer so runtergerutscht irgendwie. Ich bin wieder aufgewacht, dann habe ich wieder auf. Na komm. Thank you.
Ja, heute von oben aus. Pitschnassjahre. Und, wie hat es dir gefallen bis jetzt? Sehr gut. Super. War eine coole Tour mit dem Jimmy. Noch nicht ganz zu Ende, aber zwei ganz tolle Tage. Geiles Erlebnis. Den laufen wir auch nochmal auf den Bach. Weiter!